Einen wunderschönen guten. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, wisst ihr, Morlock, genau. Es wird öfters gesagt, ich bin Mr. Morlock. Ja, das ist aber nicht das, wo ich hin will. Ich bleib Mr. Eos. Wer mich Mr. Morlock nennen möchte, ist mir egal. Stört mich nicht. Soll es tun. So, in dem Sinne, mit was fangen wir an? Also, machen wir da Einkauf. Und bevor wir den testen, sind ja zwei Parfüms mit drin, ein Arbeitsparfüm und ein Privatparfüm. Also was heißt privat? Ich bin auch, damit ich mal was Neues habe für die Parfümsammlung. Also ich würde zwar mehr jetzt in auf Roller machen, also Rollern. Trotzdem kann man ab und zu mal Parfum mit parfümieren sich. Genau. Nivea Man Fresh Ocean hat mich angesprochen. 0% Aluminium. Natürlich, ja. Ja, definitiv Ozean. Ja. Ozean. So. Dann Axe Black Vanilla. Hat 5,50 € gekostet. Ja, manche holen sich auch Düfte für 30, 90, 200 €. Das ist einfach mal so ein Test hier. Ja, mal gucken. Ist denn das? So. Wie machen denn die hier? Boah, geil. Erster Eindruck? Oh ja. Jo, das. Ja. Sehr gut. Oh, das hat auch so was Kamellemäßiges mit Red Bull irgendwie, ja. Na, ja, könnt lachen, lacht nur. Das stimmt. So, wir fangen mal an. Was haben wir eigentlich ein. Ihr kauft einmal zum Sodringen bzw. zum Mixen für das Chemielabor Red Bull The Yellow Edition. Stimme, ihr kennt's. Darf ich mit dem Parfüm verwechseln? Obwohl Chemielabor ja ist. The White Edition, also die Kokos. Koks. Kokos. Version. Yellow ist übrigens Tropical gemeint, genau. Für den Zwischenverzehr mal ein paar Chicken Wings wieder. Diesmal von Ja. Schöne Wings. Ich bin wieder auf der Grillkäseschiene. Also von Ja einmal die Natur. Die anderen hören wir dann. Dann viermal Mozzarella, diesmal hatten sie es da. Eins, zwei, drei, vier. Das war jetzt spannend. Einmal Jamaika rum. Die esse ich sehr gern, hatte ich lange nicht, relativ lange nicht. Getränk, einmal Landskronpilsner. Das wird einen Abonnenten hier sehr freuen. Der ist nämlich aus Görlitz. Ich denke mal, wird auch gleich in die Kommentare schreiben danach. Und was ganz selten ist, Landskron mit Rochlitzer Schloss. Das hätte er nicht erwartet, gell? Sie werden sich schon melden deswegen des Falles. Guten Morlock. Ja, also jetzt nicht für mich das Helle, aber für Mutter ein helles, trinkt gerne ein helles Bier mal. Und den Einsiedlerhell möchte ich ihr mal andrehen. Das will ich mal so sagen, weil muss es ja auch mal probieren, kosten können. Dann für mich noch ein Meißner Schwerter Privatpilz. Das klingt so speziell. Da bin ich mal gespannt drauf. Vielleicht werde ich das mit irgendeinem testen.
Vielleicht gegen das Landskron antreten lassen. Harter Kampf. Meißner gegen Landskron. Wisst ihr, zwei Sachsen, jo. Und dann nochmal ein Landskron-Pilzner. Ich gehe mal davon aus, dass die das schmeckt. Ja, aber diesmal mit einer anderen Burg drauf. Das sieht aus wie die Burg Knanstein, wenn ich das richtig sehe. Das eine ist Schloss Rochlitz. Das müsste eigentlich die Burg Knanstein sein. Ich nur hier, Alter. Mein Ohr ist auch langsam ein bisschen. Na gut, ist ja auch dark hier. Wofür hat man denn seine Hilfe? Aber es müsste doch eigentlich. Ist das die Manufaktur? Ist das Görlitz? Das sieht mir. Nun gut. Nun gut. Da müsste hier auch jetzt dran stehen. Nö. Es steht einfach nicht drauf, wo was ist. Jetzt habe ich mich aber ins Boxhorn jagen lassen. Das ist doch. Das ist doch Knanstein, oder? Also könnt ihr noch mal gucken. Oder irre ich mich? Oder bei Knanstein? Könnt ihr mal noch mal sagen, falls sich jemand was das aus, da auskennt? Ja, sah so aus. Ja, hätten wir das auch fast geklärt. Aber ja, diesmal, für ein bisschen Saft, Vitaminsaft, HSC Multi, deine Vitamin C Power und einmal der milde Multi. Auch Vitamin C Power. Einmal zum Mixen Bullet, hat mir immer gut geschmeckt. Wollte ich mal die Version testen. Kann sein, dass ich die schon hatte, weiß ich jetzt gar nicht. Einmal ganz spannend, ja, Wasser. Zwei im Angebot für 3,50, sonst kostet immer 5. Trüffel, Rebetrüffel. Ja, ich bin ein Trüffelschwein. Einmal Völlsauer schwarze Johannisbeere, die war eh angerissen, da habe ich mir eins rausgerupft. Zweimal Maggi, einmal die Asia Classic Noodles und einmal der so Noodle Cup Chili mit Jalapeno Chili. So sehen die zwei aus. Die haben jetzt von Elina's Mousse, das hat mich sehr interessiert. Es kann sein, dass es das schon länger gibt, aber mir ist es noch nicht aufgefallen. Einmal nach griechischer Art hier. Zitrone Biskuit Geschmack. Da bin ich schon mal da drauf gespannt. Und einmal Eneas nach griechischer Art Kirsche Schokosplitz. Sieht äußerst interessant aus. Mousse, ich muse gern. Physalis, eine Packung. 2,50, ja, es wird vielleicht ab und zu mal welche auch für 2 Euro geben, aber die sind mir im Auto rausgefallen, einige, die muss ich schon mal waschen. Also ich habe die einfach so mit hingelegt, ich habe diesmal keinen Beutel gehabt, sondern lose alles da liegen gehabt, da lagen wie viele da, zum Glück nicht zerquetscht, nur eine, einfach so rum. Ich bin mal wieder auf Karpfensülze, ja, es ist äußerst mystisch, ihr denkt euch erstmal, hä, what the fuck, ihr wisst schon, aber kann man sich gut reinrendern. Dann einmal ja, Fruit de Mar, kostet 3,50 für verschiedene Meeresfrüchte, kann man mit einer Pfanne zusammen zubereiten mit anderen Dingen oder mit einem Wok. Zweimal Grillkäse, was noch erwähnt wurde, war im Angebot, glaube ich 2 Euro, Grillkäse marinierter, eine Packung. Einmal Natur, also Gartenkräuter. Das heißt aber nicht euer Gras. Und einmal Paprika.
Beide sehr gut. Kann ich eigentlich immer empfehlen. Habe ich schon immer gegessen mit. Und zum Schluss noch eine Pizza. Pizza Salami Mozzarella Pesto. Genau, die esse ich auch immer gern. Also fast alle Restaurants. Außer Pizza Hawaii, da könnt ihr mich jagen. Guten Morgen.